Moin und herzlich willkommen zum Early Access Torchlight 3. Zum Let's Play, sorry. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben mit den ganzen Wegpunkten. Mittlerweile habe ich sie gefunden. Diese Fort-Eingänge, die haben jeweils auch einen Wegpunkt. Ja, hätte ich sehen können, aber habe ich nicht. Auf jeden Fall sind sie jetzt alle aktiviert. Und wir stehen jetzt beim Goblin-Teich. Ja, sorry, die Tage kam ich nicht dazu, noch ein Let's Play aufzunehmen. Es war so schönes Wetter. Das musste man einfach genießen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, um was zu machen. Wir starten jetzt auch dann gleich durch mit der Mission. Haben ja letztes Mal eine wesentlich bessere Waffe gefunden, als die, die wir vorher hatten. Das ging auch soweit ganz gut mit der Waffe. Jetzt sind wir hier beim Goblin-Teich. Und wollen mal gucken, was wir jetzt hier gleich noch finden oder was uns erwartet. Zu den ganzen Forts, da mache ich nochmal die Nebenquests, diese Tutorials, nochmal ein extra Let's Play. Dann kann man das alles nach und nach mal abarbeiten. Ein paar Sachen habe ich mittlerweile auch rausgefunden, die stelle ich dann aber vor. Oh, da war ich aber betäubt. Und dann können wir das Ganze wohl in einer Folge machen. Wie gesagt, ich bin auch kein Profi, aber wenn ich dabei irgendwas falsch liege, korrigiert mich gerne. Viele Sachen sind halt auch neu in dem Spiel. Und da muss man sich dann auch immer ein bisschen reinfuchsen. Blockt ganz gut hier. So, und da oben sehe ich auch schon das Fragezeichen. Da müssen wir wahrscheinlich gleich hin. Hier liegt noch so ein bisschen Dynamit rum. Jetzt nicht unbedingt von dichten rausknallen. Ist nur Deko. Ja, so kleine Böller, ne? Kleine China-Kracher. So, versteckte Wasserfälle. Geht zu den versteckten Wasserfällen, das passt. Dann gehen wir da mal rein. So, Stufe 14 sind wir. Ab 15 haben wir ja, glaube ich, die neuen Fähigkeiten. Müsste ich eben mal kurz gucken. Genau, ab Stufe 15. Da verballern wir dann auch mal unsere ganzen Punkte. Denn was ich auf jeden Fall upgraden werde, ist dieser Schuss hier, der normale. Weil den brauchen wir gefühlt immer, außer da ist jetzt noch was anderes, aber glaube ich nicht. Ja, die halten hier auch wieder viel mehr aus. Freunde. Oh, was blau ist, sehr nice. Was hier drin ist. Geld, Geld, Geld. So, bei blauen Sachen gucke ich immer rein. Würgeband. Ja, für den Begleiter. Was kann das? Angriffe eures Begleiters verursachen 2 Sekunden lang Unterkühlung.
Angriffe eures Begleiters verursachen 3,6 Sekunden lang Blutung für 71,8% Waffenschaden. Sekunden. Oh, das klingt doch erstmal ganz nett, ne? So, dann gucken wir hier auch nochmal, ob wir... Genau, das sieht auf jeden Fall besser aus. Feuerverteidigung, Bonus auf kritischen Schaden. Dann nehmen wir doch das hier. Zu den lebensgebundenen Sachen. Hier ja auch drauf. Haben wir die... Oder ist ja das Blöde daran, wenn wir krepieren, sind die auch weg. Es gibt aber eine Schriftrolle, die das Ganze verhindern kann. Also wenn man den Gegenstand mit der Rolle ausrüstet, dann kommt der wieder. So steht es jedenfalls in der Beschreibung drin. Also da schon mal haben wir schon mal Glück, wenn wir wirklich was Gutes finden und wir sterben aus irgendwelchen Gründen. Dann halt dementsprechend vor die Rolle ausrüsten. Dann kommt es wieder. Oder man weiß, man geht irgendwie in einer schwierigen oder auf den Boss zu. Dann kann man ja von vornherein gleich einen anderen Rüstungsgegenstand mitnehmen, wenn man da jetzt keine Rolle hat, einem das zu heikel ist. Einheiten, die mir echt auf den Säckel gehen. Die machen wir mal kurz platt, wenn wir noch hinkommen. Gut, hier war glaube ich nicht so weiter, außer dem Spawnchen hier. So, da unten wartet schon mal ein Goblin-Ingenieur auf uns. Holen wir uns auch gleich. Oh, was ist das denn da? Außer jetzt kann man hier runtergehen, ne? Das drücken. So, ich muss mal ein Stück weiter vorgehen. Nicht? Nö. Auf der Karte sieht das aber echt so aus, als könnte man hier runtergehen. Jedenfalls ein schmaler Gang. Oh, da ist er auch schon. Mal einen rüberhauen. Das ist ja ein bisschen langsamer. Jetzt hab ich die Mistviecher drin.
komm. Oh. So. Oh, da hinten sind noch mal schöne. Mein Begleiter mag da im Moment nicht so drauf gehen, habe ich das Gefühl. Schau dich daran, ne? Dann kommt ja auch noch was von oben. Auch hier wieder nichts megamäßiges bei. Sagt X drücken und das fliegt zum Begleiter. Nee, da will ich lieber den kritischen Schaden behalten. Und hier sollten wir uns langsam auch mal überlegen, ob wir da, obwohl Stufe 11, das geht ja noch. So. So, der Begleiter ist voll, dann mal ab in die Stadt. Da. Mal kurz auf die Karte gucken. Ja, sollten wir kurz das Stück zurückgehen. Is full. Hey. Ist full. So, nehmen wir uns mal den Schrein. Ah, der Schrein ist gut. Nur keine Gegner. Ja, wollen wir oben noch mal gucken. Your pet is back.
So. Oh, da ist ein Pfad. Können wir aber noch nicht hin. Oh ja. Der sieht nicht gut aus. Das wird auch wieder so eine blöde Geschichte. Was jetzt? Lauf! Boah. Also hier ist blöd zu kämpfen. Wenn er da eine Enge ist, aber... Was ist das? Stark. You're hurt. Ja, kriegen wir jetzt schon platt. Aber jetzt haben wir ihn platt gemacht. Ein Glutsteinkern, die sind auch nicht unwichtig. So, mal gucken, ob wir noch irgendwas haben. So, mal kurz das Inventar. Da haben wir ein paar Sachen, die wir wieder lernen können. Already known. Ah, hier haben wir es, die Schriftrolle der Losbindung. Mein Pad voll oder? Was ja, die muss ich wahrscheinlich in der Stadt verkaufen. Oh, verschiedene Tränke. Ja, so viel dazu. Dann gucken wir uns jetzt mal die dicken Truhen an. Oh, das sieht gut aus. So, was sagt denn die Quest hier? Geht zum bewachten Pfad. Das ist der hier. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. So, an der Stelle machen wir einen Break. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.